Hallo Leute und willkommen zu einem neuen Video heute, passend zu dem gestrigen Video, in dem ich über die Neuerungen gesprochen habe, die also 2016 kommen werden, kam auch noch am gleichen Tag das Gleiten als Blogpost und wie schon zu erwarten war, ist dieser Blogpost relativ kurz ausgefallen, weshalb ich mir jetzt auch eine große Unterteilung des Videos spare und Szenenschnitte, denn ich kann das alles relativ kurz zusammenfassen. Im Grunde ging es darum, dass ArenaNet uns gesagt hat, uns Spielern, dass das Gleiten also ziemlich viel Zeit in Anspruch genommen hat und man sich vor allem auf die neuen Gebiete konzentrierte, also diese vier neuen Karten, die wir haben, plus die zwei Gildenhallen und man lange Zeit nicht darüber nachdachte, in Tyria das auch aktiv zu schalten, solange man nicht wirklich über jede Karte geschaut hat. Das haben sie jetzt scheinbar geschafft, haben also jede Karte überprüft. Und ermöglichen uns also ab dem 26. Januar auch auf den alten Karten sowie allen Städten das Gleiten. Mit der kleinen Einschränkung natürlich, dass die Story-Instanzen, die Dungeons und auch die Fraktale gesperrt sind. Das heißt, diese ganzen Bereiche wurden natürlich nie dafür konzipiert, groß zu gleiten. Genauso eigentlich wie die offene Welt nicht. Allerdings haben sie dort auch in der offenen Welt in Bereichen, in die man nicht kommen soll, Flugverbotszonen eingeführt. Das bedeutet so viel wie, dass man eine Warnung bekommt, hier ab hier nicht weiter zu fliegen, macht man es doch, fällt man einfach zu Boden. Diese Flugverbotszonen, die sind zum Beispiel natürlich dort bei Gebieten, die man einfach nicht erreichen soll, zum Beispiel wie die Ziele von Sprungrätseln, zu denen man also gleiten kann, was ich persönlich als Sprungliebhaber sehr gut finde. Obwohl es sicher kein Problem gewesen wäre, den Leuten, die wirklich starke Probleme haben mit den Sprungrätseln, die Möglichkeit zu geben, das zu schaffen. Und die Leute, die es eben schaffen wollten auf normalen Wege, die konnten es ja auch ganz einfach lassen. Allerdings macht es doch das Ganze ein bisschen anspruchsvoller nach wie vor, dass man es auch wirklich ohne Gleiten schaffen muss. Ja, weiterhin ist es so, dass ArenaNet in dem Blogpost eben bekannt gibt, dass die Flugverbotszonen scheinbar sehr sparsam nur verteilt wurden. Wir müssen also nicht vermuten, dass jeder Berg davon gesperrt ist oder ausgeschlossen ist. Man kann also zum Beispiel zum Marschgipfel fliegen, von jedem Dach gleiten etc. Uns sind da sicher keine Grenzen gesetzt. Wo die Grenzen liegen der Karten, da muss man dann nochmal schauen. Wir werden sicher nicht aus einer Karte rausfliegen können. ArenaNet hat ja in der Vergangenheit schon gezeigt, dass sie verdammt viel dagegen haben, dass man aus einer Karte ausbricht und Sachen entdeckt, die vielleicht erst später ins Spiel kommen sollen. Das werden sie sicher jetzt auch hier beheben wollen. Ja, und was natürlich auch eine Sache ist, die nicht reinkommt, in das Gleiten in Altyria sind Aufwinde. Die Aufwinde und Leylinien sind natürlich beschränkt auf die neuen Karten, weshalb ihr natürlich einmal geflogen in Altyria immer zu Boden geht. Ihr könnt also nicht wieder einen Aufwind nehmen und wieder hochsteigen, das funktioniert nicht. Was aber ganz cool ist, ist, dass ihr alle Sachen ausgenommen, eben Aufwinde und Leylinien, also alle Verstärkungen des Gleitschirms auch hier benutzen könnt in den alten Karten. Das heißt, sowohl das nach vorne lehnen als auch das ausdauernd fliegen könnt ihr also auch in Altyria benutzen. Und es reicht schon Rang 1 aus von dem Gleiten, um eben auch den Gleitschirm in Altyria auszupacken. Ist eigentlich ganz cool. Und als letzte Sache, die sie dann noch genannt haben in dem Blogpost, ist dann noch darauf hinzuweisen, dass scheinbar einige Änderungen an den Karten vorgenommen wurden. Aber wohl nicht in diesem Maße, dass man die Karten nicht wiedererkennt. Das heißt, es wird vermutlich 1-2 neue Berge geben, vielleicht da eine neue Mauer. Muss man einfach mal schauen, wie sich das dann wirklich auch niederschlägt. Und im Grunde war es das auch schon zum Gleiten. Damit haben wir den ersten Blogpost weg. Insgesamt gibt es ja 14 Themen, über die eigentlich gesprochen werden sollte bis zum Release von dem Patch. Das bedeutet, das sind genau die 2 Wochen, die wir eigentlich jetzt Zeit haben bis zum Patch. Man kann also gespannt sein, ob denn da auch entsprechend viele Blogposts jetzt jeden Tag kommen. Ich denke aber mal, dass die zentralen Themen wie Virtuous World, PvP, dass das alles in einen kommt. Und ihr könnt euch auch darauf freuen, dass ich das natürlich alles zusammenfasse. Ich wünsche euch schon mal mit diesem Video ein schönes Wochenende, eine schöne Restwoche. Wir sehen uns morgen dann wieder beim letzten Storyteil von Heart of Thorns. Es kommt morgen Abend an. Und dann gibt es ein neues Video in der neuen Woche. Bis dahin, danke fürs Zuschauen, danke fürs Zuhören und tschüss.